Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Ich durfte mir vorab Deadhook anschauen. Deadhook erscheint für euch am 29. Juni und ich teste gerade die Quest-Version, aber ich habe eine Content-Creator-Version auf dem PC, wo wir eine schöne Bildstabilisierung drin haben. Wir haben ein größeres Field of View als in der Brille und dass es für euch Zuschauer angenehmer ist. Die Version geht erstmal nicht in den Verkauf, also eine PC-Version wird es erstmal nicht geben. Wenn ich da was höre, werde ich auf jeden Fall noch in die Beschreibung und unter die Kommentare packen. Aber aktuell ist keine geplant. Das Game erscheint am 29. Juni, wie gesagt, im Quest-Store für die Quest 2 und die Pro. Und wir sehen hier aber die komplette Quest 2 Grafik. Also so wird das Spiel aussehen. Es ist jetzt nichts verschönert worden in dieser Version. Es ist einfach nur für uns Content Creator, dass es ein bisschen einfacher ist, auch zum Aufnehmen und so weiter und so fort. Ja, Deadhook. Wir sind ein Schmuggler und Dieb, heißen Adam Stone und müssen auf den Planeten Resurrect und müssen da legendäre Waffen sammeln und so weiter und so fort. Wir haben verschiedene Waffen, die wir finden können. Am Anfang gehen wir da komplett ohne rein, nackig, sage ich einfach mal. Wir haben aber an unseren Handschuhen zum Beispiel haben wir eine Schockwelle, die wir auslösen können über den Trigger, wenn wir den Trigger halten. Wenn hier die Anzeige auf 100 aufgeladen ist, dann haben wir zwei Schwerter zur Verfügung an unseren Händen, mit denen wir schnitzeln können. Ansonsten haben wir auch noch unsere Haken, ja, wie Deadhook schon sagt. Mit denen können wir uns auch so ein bisschen wie Spider-Man fortbewegen. Und es ist ein sehr, sehr schneller Roguelike-Shooter, muss man einfach sagen. Also super schnell, man muss da schon sehr arg sich bewegen, um eine Chance zu haben. Ja, Roguelike, der Name sagt es ja schon, wir gehen runter, sammeln Buffs, wir sammeln Waffen und wenn wir sterben, ist das alles weg. Und wir haben dann müssen dann wieder von Null anfangen. Ich habe mal zwei oder drei Durchgänge mal zum Test gemacht. Es ist echt cool, macht Spaß und ich würde sagen, wir schauen uns mal ganz kurz noch das Menü an. Also wir haben hier einen Standing Mode, wir haben die Höhenkalibration. Ich bin eigentlich 1,81. Machen wir das mal so. Man kann auch Autokalibration machen. Dann haben wir hier, ob wir uns Smooth Turn oder Snap Turn bewegen wollen. Wir haben auch noch die Audio-Sachen, die wir einzeln einstellen können, dass die Musik ein bisschen leiser ist, auch wenn wir Untertitel haben wollen. Das ist natürlich auch ganz interessant. Ja, hier haben wir nochmal die Kalibration. Ganz cool, wenn man das Menü hier eingebaut hat. Man kann sich das aber auch aufrufen. Und ich würde sagen, gehen wir mal da runter, oder? Let's go! So. Da haben wir unsere erste Kiste mit einer Waffe. Die nehmen wir uns mit der Grifftaste, halten dann 3 Sekunden die Triggertaste gleichzeitig gedrückt und schon haben wir sie in der Hand. Wenn wir loslassen, gehen die automatisch hier zu den Schultern. Ist auch ganz praktisch. Hier wird nachgeladen einfach, man muss keine Magazine wechseln oder so. Wenn ich so mache, sehe ich unsere Bufflist und sieht man halt, welche Buffs man schon gesammelt hat. Wenn man zwei Waffen in den Händen hält, kann man die mit den Waffen einfach nachladen. Man geht dann einfach zack so und schon wird dann nachgeladen. Ja, man kann dann immer hier auswählen, wo man dann gerade hingeht. Infernals. Und da war auch nochmal Lord of the Dead. Gehen wir mal nach rechts. So. So, man kann natürlich auch hier überall hin. So, da haben wir den letzten Gegner. So,
So, wir haben unsere Kiste, wo wir dann entweder Waffen oder Upgrades bekommen. So, man kann die so erst sich erstmal nehmen, dann kann man sich die Werte anschauen. Wenn man sie loslässt, hat man sie noch nicht genommen. Hier sind halt normale Pistole, Damage 50, Critical 300%, 50, 150, Rate of Fire 5, Magazin ist 40. Ich nehme die erstmal. So, wenn ich die jetzt haben will, halte ich die halt Trigger gedrückt und schon haben wir sie. Und wenn ich jetzt nachladen will, seht ihr, können wir so mit den Waffen machen und los geht's. So, jetzt habe ich rechts die dicke Wumme. Man kann sie aber auch nicht festhalten oder so. Also die haben auch keinen großen Recoil, sage ich einfach mal. Die haben halt so einen Spread, dass die sich halt ein bisschen, dass sie ein bisschen sprühen, ne? Lord of the Dead. Ja, komm, mach mal Lord of the Dead. There's a venom monster here. Watch your step. They poison the area before forming a toxic cloud. It turns green. So. Ah, der war noch nicht am Leuchten. Erst wenn er leuchtet, kann ich den dann auch. Der will nicht, irgendwie nicht kaputt gehen. Kann das sein, dass ich erstmal die Kleinen erledigen muss? So, den auch schon mal gesplättert. Okay, okay. Mal ganz kurz woanders hin. Also man kann auch noch eine Vignette einschalten für Leute, die jetzt Motion Sickness anfällig sind. Ich habe da keine Probleme mehr mit. So, erst jetzt kann man den Endgegner besiegen. So, jetzt aber kriegt er so volle Breitseite. Remember, if you dodge an attack in time, you can activate Rapid. Your reflexes will become very fast and time will seem slow. Ganz schön anstrengend das Ganze. So, jetzt haben wir hier Upgrades. Was haben wir hier? For pistols. Bullets ricochet from surfaces 3 times. Heißt das vielleicht abprallen? Ich glaube wohl, ne? When you miss with an earthly weapon, returns the bullet to magazine with a chance of 20%. Okay. Ist eigentlich ganz gut, ne? Muss man nicht so oft nachladen. Komm, das nehmen wir. Killing for a while. Ich hätte jetzt lieber noch eine neue Pistole genommen oder eine Waffe, aber gut. Be careful. There's a parasite here. If it jumps on you, it'll block your vision and keep fighting until your pulse stops. Oh, da haben wir. Die habe ich in meinem Test gesehen. Die heften sich ans Gesicht wie die Alien-Viecher.
Und das kann hier echt jeder spielen, wie er lustig ist. Also hier gibt es wirklich keine Regel, wie man die Gegner jetzt killen soll oder nicht. Das Gute ist, man kann sich hier schon mal echt relativ schnell aus dem Gefahrenbereich ziehen mit den Haken. So, wir sehen jetzt, ich weiß gar nicht, ob ihr das Interface seht, hier leuchtet jetzt das aus, hier sieht es aber auch, ich könnte jetzt die Schwerter aktivieren. Dann muss ich, glaube ich, die Greiftaste nehmen und dann kommen Schwerter raus, die benutzen wir aber gleich. So, was haben wir hier wieder? Increases BPS by 20%, reduces damage by 50, bullets deals damage twice. For pistols, bullets recover from surface 3 times. Reduces damage. Reduziert Schaden 50%. Kugeln. Ah, verstehe ich nicht so ganz. Also die Erklärung verstehe ich nicht so ganz. Komm, ich nehme das hier. Hier sehen wir, die prallen ab. Ist natürlich auch gut, wenn genug Gegner da sind, lohnt sich das natürlich dann auch. Ne? So, jetzt benutzen wir gleich mal die Schwerter. Jetzt bin ich gespannt. Habe ich selber nur im Tutorial benutzt. Yes! Watch out, there's a mortar in this room. It can turn invisible. It becomes visible again when it shoots. Attack before it's gone. Dodge sideways to avoid the shots. So, haben wir nicht viel von den Schwertern gehabt? So, mal kurz weg. Ah, okay, da ist er. Okay, einen haben wir schon mal weg. Mistmaden. Okay, die können sich unsichtbar machen, aber wir können sie dann trotzdem noch treffen, das ist das Gute, ne? Nein. Ist noch was. Irgendwo muss hier noch ein Gegner sein. Aha. So. Waffen? Jawohl. Die hatte ich noch nicht gehabt. Plasma Gun. Die nehmen wir. Die nehmen wir safe.
Nice. Genau, so. Pistole erstmal weg. Nehmen wir die beiden Babys. Die packe ich mir rechts. Und los geht's. Spiel einfach mal einmal durch, bis ich kaputt bin. Hier muss man natürlich jetzt aufpassen, dass man nicht in die Lava gerät, ne? Könnte, glaube ich, schneller gehen, als ich dachte, mit dem Tod sein. Wo ist die Pistole? Ja, das war's. Down. You fell to the vigilant claw. Next time, use gust to knock down its shield before attacking. Oh, das ist echt anstrengend. Don't forget to complete the tasks I display on your screen. You can get awesome new guns and amplifiers for them. So, hier haben wir jetzt, was wir freigeschaltet hatten. Aber die können wir halt nicht nochmal benutzen. Ne? Die sind halt dann weg. Komm, einen machen wir noch. So, zufällige Waffe. Eine, die wir schon freigeschaltet haben. Keine Ahnung, Dauerfeuer. Probieren wir jetzt mal. Der hat sich verzettelt. Ja, rutscht runter wie so eine kleine Fliege. Ich bin noch zu ungenau mit dem Ding. Das könnt ihr viel besser. Da bin ich mir sicher. When you move in an early weapon, returns the bullet to... Okay, das war das andere. For machine gun, when you're on the ground, increases damage by 60, reduces spread by... Mhm. Knock, knock.
Last round. Komm, hau ab. Schmutz. Puncher. Der sieht nice aus. Wir nehmen den Puncher. Ist gekauft. Oh, so eine Schrotflinte. Nice. Geht nicht auf Distanz, aber die wird uns mit Sicherheit ein bisschen unterstützen. Killing for a while. Die macht gut Damage. Na guck, auf Distanz kann die nichts. Du bist hässlich. Das macht schon Spaß. Also, wenn man gerade mal so einen guten Lauf hat und gute Waffen, macht das schon Spaß. Ich glaube, hier gibt es nachher auch mit Sicherheit richtig gute Buffs, wo man fast unsterblich wird. Vor Rocket Launcher. Vielleicht kriegen wir gleich einen. Komm, den nehmen wir mit, den Rocket Launcher. Also den Buff dafür, ne? Get new weapons. Das wollen wir doch, oder? Die sind hässlich, die Viecher, echt. So. Ich kann natürlich auch noch die andere Waffe nehmen, ne? Na komm. Wo? Du gehst nicht an mein Gesicht. Du wolltest sterben? Adam, don't forget to collect components dropped by the Infernals. You can use them to make new injections in the laboratory on Raven. Okay, was haben wir hier? Bastion? Habe ich auch noch nicht gehasst. Doch, das ist die Plasma, ne? Okay. Die war jetzt nicht so der Burner. Nehmen wir trotzdem mit. Dann haben wir die Schrotflinte. Ja.
Watch out! There's a scorched pyromancer here. They detonate large areas around itself. The only way to survive is to quickly leave the explosion's epicenter. I hope you see them attacking. Fly away immediately. Oh Gott, oh Gott. Mein Gott. Ich muss erst mal weg. So. Wenn man einzeln macht, kann man sich auch ein bisschen besser bewegen. Ah, okay. Jetzt bin ich down. Watch your step and quickly move away from the areas they explode. Ja, hier kann man jetzt auch ganz gut sehen, wie die letzte Runde war, wie weit man gekommen ist. Ich denke mal, hier sind Endbosse. Vermute ich mal. Aber das reicht eigentlich schon, um euch das Game ein bisschen zu zeigen. Also ich finde es richtig gut, mir gefällt es. Als Questtitel muss man auch grafisch sagen, ist vollkommen in Ordnung. Und wer so auf richtig schnelle Shooter steht, der ist hier genau richtig. Der wird ja auch seinen Spaß haben. Wer dann noch auf Roguelike steht, ja, der ist dann wirklich hier mehr als zufrieden. Ist halt eine, ja, ist halt eine Geschmacksfrage, ne? Also Roguelike, man erspielt sich was, aber das kann so schnell weggehen, wie man ja, es bekommen hat. Von daher muss man da echt Gefallen dran haben. Ich finde diese Games gar nicht so verkehrt. Ist halt kein normales Rollenspiel, wo ich mir wirklich Sachen aneigne und die dann auch behalten kann. Mir gefällt. Ich weiß nicht, wie lange es anhält, dass man ja immer und immer wieder hier durch rusht und Spaß daran hat, wie lange der Spielspaß da bleibt. Aber ich finde es vollkommen in Ordnung. Cooles Game, auch wieder von Joyway. Die haben mich in der letzten Zeit fast nie enttäuscht, muss ich sagen. Seitdem die Spiele produzieren, die haben immer coole Games gemacht und mir gefällt's. Ich würde auf jeden Fall gerne eure Meinung dazu hören. Also, was sagt ihr zu dem Game Deadhook? Ist das was für euch? Ist das nichts für euch? Oder habt ihr gesagt, das habe ich schon lange auf der Liste und wird definitiv gekauft? Den genauen Preis habe ich jetzt noch nicht erfahren können, werde ich aber noch erfahren und werde ihn auch in die Beschreibung packen und in die Kommentare rein, ganz oben anpingen. Ja, ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.